So, da seht ihr jetzt, dass es nicht ganz deckt. Das ist aber nicht schlimm. Da gehe ich halt nachher nochmal drüber. Wenn ich mit dem Bild fertig bin, ich kann auch hingehen. Du kannst erstmal mit Weiß abdecken und danach halt dann nochmal mit der anderen Farbe drüber gehen. Ja, den Hauptfehler, in Anführungsstrichen, den ich beim letzten Mal gemacht habe, war, dass ich hier die Felsen nicht weiß genug runtergezogen habe. Denn das geht hier so rüber. Und da habe ich ein paar Querstriche, ne, links nach rechts, weil die Felsabbrüche überwiegend von links nach rechts verlaufen in dem Bild. Ja, sowieso. Also ich möchte hier in dem Bereich mehr Rot haben, damit ich den Kontrast nach hinten habe. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder genau wie vorhin hier mit einer anderen Farbe erstmal relativ flächig drüber. Das hole ich mir dann alles gleich im nächsten Schritt wieder. So, es ist halt immer so ein, sozusagen so ein Hin- und Herpendeln zwischen den einzelnen Schritten, Arbeitsschritten. So, und jetzt kann ich die gleiche Farbe hier noch hernehmen. Also der Pinsel ist ganz gut geeignet, ne? Der ist vorne so ein bisschen aufgespreizt und deswegen gibt es schöne, feine Striche, so wenn es so Felsbrüche, Abbrüche wären. Da entferne ich mich jetzt so ein bisschen von der Vorlage, aber ich finde, das sieht ganz nett aus. So. Und jetzt auch hier. Okay. Ja, wir springen wieder hin und her. Also ich bin da manchmal in Musik zugeben, nicht ganz systematisch. Und ich denke mal, das ist für euch auch nicht immer perfekt nachzuvollziehen. Ich hoffe, dass das trotzdem so ein bisschen euch hilft. Ich mische mir jetzt wieder dieses wahnsinnig helle Gelb an. Gucke aber, dass es so ein bisschen mehr ins Orange reingeht. Und das ist jetzt eine Farbe, die ich hier brauche, als Untergrundfarbe. Wie gesagt, hier stimmt was nicht, dass es hier halt insgesamt ein bisschen höher ist. Ne? Sehe ich jetzt höher, dass dieser Fels da hinten bedeckt ist. Gleichzeitig gucke ich jetzt nochmal, dass ich so eine, dass ich so ein paar dunkle Stellen hier drin habe. Das sind da Schatten. So, die Schatten sind hier nicht so intensiv wie hier unten, weil teilreflektiertes Licht zu erkennen ist. Und jetzt nehme ich halt wieder pures Weiß. Nehme ein bisschen was von der Farbe, die ich da angemischt habe. Diesmal nicht gelb genug. So. Dann kann ich halt wieder mit gleiche Trick mit dem Weiß und der Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, halt richtige Highlights noch setzen. Die Farbe habe ich schon gemischt, deswegen machen wir hier gleich mal weiter. Ich versuche jetzt hier nicht exakt die Formen zu erfassen, sondern die, also wo genau was ist, das ist mir viel zu anstrengend, sondern ich gucke, dass ich die Bewegungsmuster sozusagen erkennen. Ja? Das ist mir viel wichtiger, zum Beispiel, dass man hier diese Felsenstrukturen halt überwiegend von links nach rechts oder links, rechts nach links gehen. Vielleicht stellen wir hier zum Beispiel, also in der Vorlage, diese Stelle hier, die ist halt total wichtig. Das ist halt sowas, was ich als Anfänger überhaupt nicht sehe, weil das noch ein bisschen mehr Tiefe in das Bild einfach reinbringt. Deswegen arbeite ich das jetzt halt nochmal besonders hier raus. Oder hier so zwischendurch so kleine Pünktchen. Also ich merke, dass der Hintergrund hier noch nicht dunkel genug ist. Das werden wir jetzt gleich angehen. Das mache ich jetzt mal außerhalb der Kamera, damit ich euch da nicht langweile. Und dann arbeiten wir hier gemeinsam weiter gleich. Vorher aber noch hier. So, mische ich mir jetzt wieder so violett an. Es hat jetzt deutlich mehr Rot. Ich möchte jetzt, dass es ein bisschen bräunlich wird. Ich gebe da etwas Ocker dabei und noch mehr Rot. So. Das wäre jetzt so ein Farbton. Wenn ich nicht genau weiß, was es ist, nehme ich ein bisschen Farbe auf den Pinsel und mische es so und stelle fest, okay, ist mir noch nicht braun genug. Jo, jetzt wird es langsam. Ganz klein wenig blau noch.
sondern das brauche ich jetzt nur für die, sozusagen für den rückwärtigen Teil der Felsen, weil der dunkler ist. Und da habe ich jetzt auch wieder das Problem, dass ich hier in den Dunkelheiten nicht stark genug geworden bin. Das hole ich mir jetzt aber gleich wieder. Wie gesagt, mache ich außerhalb der Kamera, weil es der gleiche Schritt ist, den ich hier schon gemacht habe, und das ist halt für euch ein bisschen langweilig. So, alles, ich bitte um ein wenig Geduld. Gleich sehen wir uns wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Also ihr seht, ich habe das einfach noch ein bisschen dunkler gemacht, und was ich jetzt mache, ist halt mit einem deutlich stärkeren Rotton, dann nehme ich halt wieder das Krapp, mische ein bisschen was von dieser schmutzigen Farbe mit rein. Damit arbeite ich im oberen Bereich. Ja, das kann sogar noch ein bisschen mehr rot werden. Da entferne ich mich so ein bisschen jetzt von der Vorlage. Und das ist das gleiche Spiel wie hier, nur dass ich halt hier insgesamt in den Farben halt wesentlich dunkler bin und... Ich habe jetzt noch viele andere Farben hier auf dem Pinsel, das ist mir auch schon klar, nur das ist genau das, was ich jetzt auch haben möchte. Zum Beispiel so eine Stelle, da habe ich einen Ton, der ist fast der gleiche wie im Hintergrund. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das sieht jetzt aber nicht so schön aus, werde ich jetzt gleich zeigen, wie ich da jetzt nochmal Tiefe reinkriege. Bevor ich das, ich lasse das jetzt ein bisschen trocknen und werde jetzt gleich das fertig machen, mache ich jetzt hier weiter. Und zwar werde ich hier die Kante so ein bisschen aufhellen, damit das sieht dann einfach ein bisschen spannender aus. Gerade die Vorlage nochmal gucken. Hier unten nicht, damit ich hier den Kontrast habe zu dem Hintergrund. Und dann nehme ich nochmal ein dunkles, also ein etwas dunkleres Violett, und weil man ja schön sehen kann, das sind ja ganz viele so Spuren drin, und mache jetzt hier einfach dadurch die Spuren mit dieser dunkleren Farbe. Ja, so sieht es doch viel besser aus. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir hier auch das Gemüse neu hier. Das gefällt mir nämlich auch noch nicht so ganz. Und der Vorteil ist halt mit dem Preußischblau, nehme ich halt ganz viel davon. Nur wenig Gelb. Nämlich gleich eine ganz dunkle Farbe. Dazu muss ich aber ein bisschen Rot geben, weil diese Farben, die ihr aus den Reinfarben mischt, die sind in der Regel immer viel zu kräftig und zu dunkel. Und dann nehmt ihr halt einfach die Komplementärfarbe, um sie halt ein bisschen abzudämpfen. Jetzt habe ich hier schon fast so ein Grau schon. Die Stelle gefällt mir nicht, ne, da seht ihr ganz klar, da ist jetzt irgendwie die Wiese über den Hintergrund drüber gewachsen. Das werden wir eben reparieren, drüber gehen, mehr Kontrast aufbauen. So. So, und das Bild ist jetzt schon fast fertig. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt noch der Hintergrund, und dann ist mein längstes Video in dem Jahr 2020 auch beendet. Ja. Reicht die Farbe gerade eben noch, die ich hier habe. Ne? So, ich habe das jetzt gerade sehr einfach gemacht und habe halt noch ein bisschen Orange mir geholt, weil dann treffe ich halt diesen Farbton halt wesentlich schneller und einfacher. Und ich habe ja gesagt, diese Stellen hier, und da mache ich jetzt genau, dass ich auf der
linken Seite rechts ist es dunkelrot und links davon mache ich diese Helligkeit, ja, die ich gleich noch stärker machen werde. Das sind jetzt die Stellen, wo halt das Licht nur eingefangen wird. So, ne, hier sowas. Oder hier zwischendurch einfach so ein paar unmotivierte Punkte. Das sind halt genau die Stellen, wo halt die Sonne noch drauf trifft. Jetzt kommt der letzte Punkt, nämlich jetzt nehme ich reines Weiß. Und damit haue ich jetzt hier noch ein paar richtige Glanzlichter rein. So, und jetzt seht ihr, dass man aus so einer Skizze, wie ich sie letztes Mal halt hergestellt habe, in, ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt am Malen, keine Ahnung, 40 Minuten schätze ich mal, auch ein anfänglich ein vollständiges Bild herstellen kann. Ich fand das letzte Mal auch schon relativ vollständig. Okay. Also, ich hoffe, dass das nochmal eine kleine Anregung für euch gewesen ist, auch so Skizzen nicht sofort wegzuwerfen, sondern auch mal weiterzumachen. Und ja, wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmalen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!